Hallo und herzlich willkommen heute zu The Evil Nun. Das ist die Nonne Madeleine. Die Nonne Madeleine lebt, existiert, spukt, sucht Heim. Ein altes Schulgebäude, ein altes katholisches Schulgebäude, in denen sie wohl Kinder mit diesem Hammer, den sie in der Hand hat, ja, nicht so nette Sachen zugefügt hat. Und wir wurden dorthin entführt und müssen aus dieser Schule entkommen, während sie uns jagt. Ich würde sagen, wir machen nur die Audio ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, immer die Audio... Ah, viel besser. In Spielen immer auf 100% zu stellen. So, schauen wir mal. Haben wir das jetzt auch gespeichert? So. Na dann, auf geht's zu The Evil Nun, Madeleine. Schwierigkeit. Läuft mit normaler Geschwindigkeit, sie hat ein normales Hörensehvermögen und sie ist klug. Einfach. Suche es mit dem Namen deines Lieblingsinfluencers. Erfolge können während des Spiels auf der niedrigsten Schwierigkeit errungen werden. Okay. Schwester Madeleine läuft langsam. Items machen beim Fallen lassen weniger. Items machen Lärm beim Fallen lassen. Und Madeleine ist nicht besonders klug. Geist. Kann dich weder sehen noch hören. Sie kann dich nicht umbringen. Auch das ist ja langweilig. Schwester Madeleine läuft schnell. Sie hat ein gutes Hör- und Sehvermögen und sie ist sehr klug. Ich finde dafür, dass sie schon so alt ist, Was habe ich jetzt gemacht? Einladung. Eagles Junior High School. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Kind würde für dieses Ihr Kind wurde für diese kostenlose Teilnahme am neuen Sommercamp dieser Schule ausgewählt. Mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit wird ihr Kind einen unvergesslichen Sommer erleben. Ja, das glaube ich auch. Mary Russell, Priest River in Idaho. Nee. Wir sind B.I. Perila. Okay. Na dann. Auf geht's. Jetzt echt gerade ein Weihnachtslied gesummt. Ich meine, das ist auch absolut weihnachtlich hier, ne? Sehr einladend. Yay. Bist du sicher, dass das ein Sommercamp ist, Fahrerin? Wow. Oh, das ist doch auf so vielen Ebenen ein No. Also, wir machen es heute ohne Vorspiel, ganz trocken. Was zum Kuckuck? Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin wie Perila und ich werde mich benehmen.
Papier aus der Schule, bevor die Schwester Madeleine die böse Nonne in die Finger bekommt. What? Da ist Blut auf dem Boden. Oh mein Gott, da ist Blut auf dem Boden. Ich kann sie hören. Oh mein Gott. Wait. Können Sie mich hören? Nein. Oh, Himmel. Was zum... Tür geht nicht auf. Who's doing? The rat has stolen a laundry basket from you. May the Lord have mercy on his soul. Zum Kuckuck ist hier los. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Oh, kein Ton sagen. Es brennt da. Da brennt's doch, oder? Da brennt's! Oh mein Gott, auf so vielen Ebenen, no.
stop making noises. Lord, help me recover this lost soul. Sie. Los, verschwinde. No, 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 no. Wofür ist diese verdammte Sicherung? Na, kommst du jetzt nochmal wieder oder bleibst du jetzt weg? Was ist denn? Jetzt gerade an dieser Jesus-Statue hängen geblieben. Müsste sie jetzt wiederkommen. Verstecken. Also singen kann sie ja. Das spielt. Oh, die haben sich schon andere hinters Licht führen lassen. Ich werde dir helfen, wenn du mir versprichst, was? Verquere die Brücke. Finde drei Sicherungen und platziere sie im Sicherungskasten im zweiten Stock. Aha. Eine Sicherung ist in der Küche, eine im Esszimmer und eine im Zimmer der Nonne. Ich glaube, die habe ich gerade. Nach oben sehen. Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du in dem Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. Vielleicht ein Besen oder sowas? Keksdose. Da muss etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Okay. Entschuldigung. Ein kleines bisschen noch verkühlt. I know you're nearby. Gar nicht. Irgendwie nach dahin. Kein Ort, den Schwester Madeleine nicht. Ja, das ist sehr beruhigend.
War denn jetzt die verfluchte Treppe? Wo ist denn jetzt die Treppe? Blutspuren macht's nicht sympathischer. Das war mir zu nah. Die ist doch hier irgendwo, oder? Oder ist die über mir? Come on, put that fuse down right now! Nicht gesehen, das hat sie nicht gesehen, das hat sie nicht gesehen. Das hat sie jetzt einfach nicht gesehen. Oh. Ah, you may have evaded me, but not for long. Du wirst mich niemals kriegen. Die Treppe hoch. Ich will doch nur die Treppe hoch. An dem Punkt dachte ich, sie ist über mir. Was sieht denn jetzt? Irgendwo rechts von mir. Wenn ich jetzt wieder aus dem Schrank komme, ist sie dann wieder genau neben mir? I know you're nearby. Ich weiß auch, dass du in der Nähe bist. Los, verschwind, du alte Schabracke, du! Willst du von Schrank zu Schrank schleichen können? Och. Behave better, or the Lord will punish you again, child. Ja, Ma'am. Ich bin nämlich ja versprochen. Was zum Kuckuck? Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin VIP Rila und ich werde mich benehmen. Oh nein, die ganzen Vents sind wieder zu. Bavomir, have mercy. Gelbe Tür ist auch immer noch zu. Was für ein komisches Gerät. Ach, kannst du mal weggehen von meiner Tür? Mann! Erschreck mich doch nicht so! Jetzt verschwind! Ein seltsames Gerät. Was mit einer Uhr? Ew, meine Hinterlassenschaften? Ich hoffe nicht mein Abendbrot. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you.
hold you with my righteous hand. Will nicht noch mal mit einem Hammer bestraft werden. Hinterher gekrabbelt. Sie ist mir eiskalt hinterher gekrabbelt. Doch hier irgendwo. Ein Buch ausziehen. Ah? Ich hab die Musik gehört. But I, the voice of Thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. See. Am besten, wenn das Schwester Mathilda überall sein kann, besonders hinter dir. Ja, hab ich gemerkt, danke. Absolut. Er zupft dich. Oh. Uff. Uff, uff, uff. Und was war jetzt mit Bildern? Fear not.
Bilder. Von wem? Das ist so. Der arme Teddy. Der Floating Teddy. Ich darf den Teddy mitnehmen. A vagrant child like you needs a taste of my stern hand and a lesson in obedience. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Why do you make me run so much? Stop! Renn doch gar nicht. Ich komme auch nicht raus, solange die Musik da ist. Ich komme auch nicht raus. Ist doch immer noch da. Ich glaube, sie weiß genau, wo ich bin, aber sie kommt nicht an mich ran. Was diese Sache ist von, wer hat den längeren Atem? I know you're nearby. Nee, ach Quatsch. Ich möchte nicht erlöst werden. Vielen Dank. Du darfst deine Erlösung gerne für dich behalten. Sie ist jetzt wieder nach oben gelaufen. Sie mich das letzte Mal erwischt. Was zur Hölle? Ich meine, buchstäblich wahrscheinlich. Irgendwo eine Möglichkeit auch zu schwinden. Mich verstecken kann. Stop breaking my school. Das ist zumindest ein Wend. Das ist die zweite Sicherung. Ich weiß nicht mal, wo die erste hin muss. Und ich habe immer noch nichts zum Verstecken.
in your room and write 1,000,000 times that you will be good. It is not so difficult. Ich glaube, das ist jedes Mal, wenn sie mich erwischt. Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin wie Alperila. Und ich werde mich benehmen. Ich werde mich benehmen. Oder auch nicht. Einmal eine lila Tür. Hier ist eine gelbe Tür. Da ist eine rote Box. Ich die Leiter vorher nicht rauf. Diese Schleifspuren, ne? Kann ich einfach versuchen rauszukommen? Das ist fies. Wie konnte sie mich da sehen? No! Oh Gott, das ist eine echt Kackperspektive. I will hit you harder. Wenn du dich nochmal widersetzt, hau ich stärker zu. Hallo? Also, wir haben gelernt, wir können auch nach draußen. Das ist schön, oder? Man geht einfach davon aus, dass die Tür einfach nicht aufgeht. Oh, shit. Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin wie Alperila und ich werde mich benehmen. Never. Vive la Resistance! Nix Resistance! I don't have time for this. Nix Resistance! Ich will nicht mehr den Hammer spüren. Geh weg! Geh weg! Vive la Resistance. Kann nicht springen. Du musst irgendwie auf die andere Seite. Und auch junge Beine, warum können wir nicht hüpfen? Warum sind hier so viele Holzscheite?
Okay, das ist kein Sommercamp, das ist nicht nur ein Horrorhaus. Wenn man das hier überlebt, das sorgt dafür, dass man ja selber zum Horror wird hier. Auch irgendeinen wichtigen Schlüssel. Mich dort suchen, wo sie mich zuletzt gesehen hat. Haben alle keine Zeiger. Und doch tickt dieser Kasten bei mir im Zimmer. Gott, unter Druck kann ich nicht denken. Ich bräuchte jetzt so einen kleinen Winnie Pooh neben mir. Denken, denken, denken. Oh shit. Ja, mein Sicherungskasten. Wo hat sie mich das letzte Mal gekriegt? Auch nicht gruselig, ne? Wo hat sie mich erwischt? Wo zum Kuckuck war das? Wo habe ich die Sicherung verloren? Was steht da? Pain away. Uff. Bräuchte die Gute eine Menge. Was more than close.
Wo bin ich denn mit der Sicherung in der Hand erwischt? Kann mich nicht mehr erinnern. Eine Küche, einem Esszimmer. Okay, wir gehen jetzt nochmal hoch. Wenn ich mich jetzt wieder erinnern kann, wo die Treppe war. Jetzt noch mal dahin. Wird lauter, oder? Ich glaube, ich muss auch da hinten hin. Die letzte finden. The Lord's hand guides my righteous wrath. Beautiful. Come on. I just want to show you one thing. Bitte. Wo habe ich diese verdammte Sicherung? Mann. Will keiner, du brauch keiner. Ja, you don't say.
Das war viel zu laut. Na, diesmal drehen. Wir können nicht am Rad drehen. Jetzt rausgerannt, bestimmt. Ich höre sie. Und da drüben. Da ist mal eben die Tür aus den Angeln gerissen. Los vor. Hühner. Ein Brunnen ist viel zu idyllisch. Die Gute hinkt aber auch ein bisschen. I will drown you in that fountain if you continue to be a bad boy. The rats are better behaved than you. Do not run. Stop hiding. Never. Never. Give up. No way, dass die mich nicht gesehen hat. Geh weg! Der Besen jetzt gerade am Bücherregal. Er schwindt. Ich sehe immer noch, dass es rot ist. Was kann ich mit dem Besen wohl machen?
Brecheisen war ganz schön laut. Wie sie schon voller Vorfreude anfängt zu grinsen. Zum Kuckuck verschwindt. Henley. Dir fällt es jetzt gar nicht auf, dass statt dem Brecheisen da ein Besen liegt? Du bist selbst ein Besen. Du müsstest dich in bester Gesellschaft fühlen. Nimm deinen Hammer. Geh mit Gott, aber geh. Finally. Da kommt sie nochmal zurück. Ah, zum Theater. What? Hast du das gesehen? Da war eine Tür mit meinem Namen. Tschüss. Oh. Geschwinde, geschwinde. Oh Gott, das hat sie gehört, oder? That crowbar is dangerous. Don't play with it. No. Nein. Tastatur, lass mich doch nicht im Stich. Ja, tolles Sommercamp. Nein, ich bin in der Sackgasse. Escaping won't erase your sins. Mir egal. Oh no, da war sie. Enjoying some clean air. Don't run away. Come here. Your disobedience ends here, child. No. Letzter Tag, nein! Ich finde diese Tafel toll. Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin wie Iperila und ich werde mich benehmen.
Blöde Keksdose. Was war das? Ist das jetzt alles weitläufig? Was für eine Maske? Das ist echt grausig. Stop breaking my school. So, irgendwo da vorne waren wir. Restroom Etikett. Kill the fly and save the child. Gut, dass es noch keine Geruchsspiele gibt. Mein lieber Sohn, du hast wieder Geburtstag und ich bin unendlich traurig, dass wir nicht beisammen sind. Du bist heute 21 Jahre alt und wir haben seit 17 Jahren nicht gesehen. Oh, das ist doof. Wieso kann ich denn sowas nicht nachlesen? Inventar haben wir auch nicht. Nee. Kommt man denn da hoch? Wo geht's hier hin? Überhaupt nicht gruselig oder so, ne? Viele Öfen. Wir sind natürlich auch hier unten in der richtigen Todesfalle, ne? Verschwinde. Man muss sie verstecken, natürlich. Aber die Uhr hat mal Zeiger.
nicht gut. I know you're nearby. Geschwind! Das ist unsere Crowbar wieder, unser Brecheisen. Wenn ich das jetzt noch einmal hier irgendwo lese, ne? Es ist schön, dass du das weißt. Komme ich denn auf die andere Seite? Und warum ist ausgerechnet diese Tür aufgemalt? Hier, da würde ich ihr sogar mal zustimmen, dass das gefährlich ist. Eine rote Tür. Roten Schlüssel. No, ich kann doch nicht springen. Ich will nicht wieder zurück. Ich will nicht in diesen Innenhof. Klar, hier wachsen Blumen aus dem Holz. Hier bin ich. Das ich brauche die Keksdose. Oh no. You, lonesome small altar boy, prepare for a lesson in humility. Ich möchte aber nicht danken. Komm ich denn hier nochmal raus? Bestimmt tot, wenn ich da runterfalle, oder? Komm ich denn da hin?
habe ich mich jetzt erschreckt. No! Well, since you are not capable of being good, you will stay down here until the end of your days. What? Oof. Moment, man kann Madeleine mit dem Lastwagen überfahren? Oha. Naja. Wir hätten uns wohl auch besser schlagen können, aber es war lustig. Danke fürs Zuschauen.